Stream und hier im Saal beim Chaos Communication Camp 2019. Ich habe die große Ehre, eine der Granden der österreichischen Journalistik hier auf der Bühne neben mir begrüßen zu dürfen. Erich Möchel vom ORF ist heute hier. Und ja, er macht netzpolitischen Journalismus, noch bevor es das Wort Netzpolitik gab. Und hat einen unendlich langen Atem und bringt mit seinen tiefgreifenden Analysen von so komplexesten Zusammenhängen ja, sehr viel Wissen in die Welt. Ich freue mich, dass wir heute sehr viel mehr über 5G-Überwachungsstandards erfahren werden und wie die COPs beim European Telecom Standards Institute versuchen, den Einfluss für die Überwachung hinzubekommen. Danke, Erich, dass du da bist. Danke. Ist schon Applaus, ihr wisst noch gar nicht, was euch erwartet. Also, liebe Leute, hier sind die 5G-Überwachungsstandards samt den Protagonisten, die das durchsetzen, lauter sympathische Menschen. Im Moment werden gerade die Sicherheitsstandards festgeschrieben im großen 5G-Standard. Das sind Release 15 und 16 und da spielt sie sich ordentlich ab. Es tut sich eine klare Front auf zwischen Telekoms auf der einen Seite, Corps und Spooks auf der anderen Seite. Und hier werden wir da unter anderem die Pläne von denen kennenlernen und auch maßgebliche Protagonisten, die in diesem Dings. Ja, ich habe noch vergessen, wenn natürlich jemand von der 3GPP Partnership Gruppe SA3LI, steht für Lawful Interception, hier sein sollte oder im Stream zuhört, bitte sehr, für Ihr Entertainment. Vorsicht, die erste Folie zickt. Na? Na? Aber jetzt zickt etwas, aber es geht. Also hier sind mal die Standardisierungsorgane. Die gesamte Standardisierung der Überwachung geht auf den berühmten Ratsbeschluss im Fischereiausschuss von 1995 zurück. Wurde erst bekannt 1996, nachdem er im EU-Journal veröffentlicht wurde. Kurze Rede, langer Sinn. Wer ein digitales Telefonienetz baut, muss eine Überwachungsschnittstelle einbauen. Punkt. Also Backdoor. 1996 sind die ersten User Requirements for Lawful Interception erschienen. Das sind die Anforderungen ganz einfach. Und User sind in diesem Fall Polizei und Geheimdienste. Das sind die Gruppen. Die Vorgaben kommen aus dem Technical Committee TCLI für Lawful Interception. Das ist eine große Gruppe mit mindestens 150 aktiven Leuten. Es ist praktisch alles versammelt, was es an Polizeikräften und Geheimdiensten von Rang und Namen gibt. Sie erstellen die Vorgaben, das muss möglich sein, das muss möglich sein, das muss möglich sein. Sitzungen, Teilnehmer, Dokumente geheim. Ich berichte über die seit dem Jahr 1999 und ich kenne ein paar von den Leuten natürlich schon über fast zwei Jahrzehnte, die noch drinnen sind. Und das ist die zweite Gruppe, die setzt die Vorgaben, die aus dem ETSI, aus dem European Telecom Standards Institute kommen, das im Übrigen nicht zur EU gehört, sondern ganz einfach ein privater Verein ist, den die Telekoms finanzieren. Und diese Gruppe, SA3LI, also SA steht für Security und LI, das ist halt Lawful Interception und das ist eine gemischte Gruppe. Da sitzen Telekoms, Cops, Spooks und Bürokraten einträchtig beisammen oder auch nicht so einträchtig. Die Dokumente sind öffentlich, wenngleich nicht einfach zu finden.
und noch etwas schwerer zum Verstehen, das kann ich Ihnen versichern aus längeren Jahren. Dort in dieser Gruppe haben die Telekoms das absolute Übergewicht. Es gibt, das war mein letzter Stand, den ich wusste, das wird nämlich nie veröffentlicht, es gibt ca. 5000 Stakeholder aus dem Telekom- und Zuliefererbereich, die da drinnen mitzureden haben. So, das war einmal. Das war das ETSI-Interface zur Überwachung. Wurde in der Zeit von GSM erstellt und Sie sehen hier die drei Überwachungskanäle. Es ist natürlich ein hochabstrahiertes Interface. Hinten, wo Sie hier sehen, den grünen Balken, und wo steht Network Internal Functions, da sagen Sie einfach, ja, dort geht das dann hin. Die Telekoms haben natürlich ihre Mühe, diese Daten aus dem Netz zusammenzufangen. Über den schwarzen Kanal wird angefragt und gemakelt, ist das überhaupt legitim, also sprich, es kommt der Durchsuchungsbefehl rüber. Über die lila Schiene werden rausgespielt die Intercept-Related Information, das sind ganz einfach alle Metadaten oder auch nicht alle Metadaten, wie wir sehen werden. Und das rote ist Call Content, das ist ganz einfach das Telefongespräch. So war das mal. Das haben Sie beibehalten. Sie haben auch 3G, noch mit diesem Modell dann, haben Sie das dann gebaut, da war es schon wesentlich komplexer. Und auch 4G, also LTE, haben Sie noch irgendwie so rübergenudelt über das Interface. Und jetzt bei 5G ist es aus damit. Und das ist ein Paradigmenwechsel. Es ging nämlich das Zentrum in den Telekom-Netzen verloren, wo die Daten relativ leicht zusammenzuspielen waren. Das gibt es bei 5G nicht mehr, weil da sieht ein Netzwerk, was wir jetzt sehen werden, ist das, was hier nicht abgebildet ist und hinter dem grünen Balken steht. Man sieht also den Datenfluss im 5G-Netz. Und wie er abgegriffen werden muss und wo er hingespielt werden muss. Mit diesen Spezifikationen ist es losgegangen. Da ist der Ärger so richtig losgegangen. Das war im Ende letzten Jahres begann das. Und seitdem wird immer heftiger gestritten. Und es ist noch kein Ende der Eskalation in Sicht. Ist doch nett, oder? So. Und so schaut das aus. Was Sie hier sehen, alles was blau ist, ist Interception. Und da haben wir nicht mehr einen Point of Intercept, sondern wir haben viele, ganz viele Point of Intercept. Warum? Die 5G-Netze sind ganz einfach eine Cloud. Eine mobile Cloud. Und was hier als Point of Intercept gezeigt wird, das sind einfach nur die einzelnen Cloud-Segmente. Das ist ein sogenanntes Sliced Network. Das über Cloud Computing, nehme ich an, ist das Publikum ja halbwegs vertraut, viel besser vertraut vielleicht als ich. Und so sieht das aus. Also ich erkläre es ganz kurz, was da hier geht. Ganz rechts unten sehen Sie die ADMF, das ist die Administrationsfunktion. Die steuert wieder das Lawful Interception, Lawful Interception Control Function an. Das heißt, hier kommen die Befehle, da werden sie ausgeführt. Und dann muss natürlich der Verkehr von jedem möglichen Point of Intercept in eine gewisse Richtung geschickt werden. Da links sieht man 5G-Netze, Non-3GPP, das ist wohl GSM. Und das wird alles da irgendwie zusammengespielt. Das heißt, es geht bei Weitem nicht mehr so einfach wie früher. Und vor allem ist das Problem, man weiß nie, bei welchem Point of Intercept der User reinkommt. Und
Hier bei der Administrationsfunktion, da ist noch eine kleine rote Anmerkung und beim LICF auch eine kleine rote Anmerkung. Da steht Target List. Das ist die Liste aller zu überwachenden Targets. Und mit der sollte abgeglichen werden. Also ein Smartphone meldet sich wo an, bei einem Funkmasten, bei einer Picozelle, was immer. Und dort muss eigentlich schon entschieden werden, ist dieses Smartphone zu überwachen oder nicht? Steht es auf der Liste oder nicht? Wenn das nicht gemacht wird, funktioniert die ganze Chose nicht. Das heißt, du musst sie sofort beim Login musst du wissen, ist das ein Smartphone, das zu überwachen ist oder nicht. Und da hat der große Ärger angefangen. Also, Security für die Überwacher. Wenn da drinnen von Security die Rede ist, dann ist nicht von eurer Sicherheit die Rede. Dann ist von der Sicherheit für die Überwacher die Rede. Ja? Die sind nämlich die User hier. Überall, wo du User liest, ist es nicht die Person mit dem Smartphone, sondern es ist die Person, die am Abzapfpunkt mitschneiden will. Und da sieht man, dass das ist eine Eingabe, also ein Entwurf, der stammt natürlich von der anderen Seite, also von der Seite der Überwacher, und da wird problematisiert, dass sensitivsten Informationen ist die Liste aller Ziele. Na gut, das ist schon irgendwie verständlich. Stellen Sie sich vor, es ist eine Liste sämtlicher zu überwachenden Smartphones in einem kompletten Netz. Das sind Hunderte, sind vielleicht Tausende, wenn es ein großes Netz ist. Und die müssen alle überprüft werden bei jedem Login. Muss der überwacht werden oder nicht? Denn, wie im Fischereiausschuss damals beschlossen wurde, müssen sämtliche Vorfälle im Netz eines Smartphones erfasst werden. Sämtliche. Und es darf nichts fehlen. Und das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Hier steht auch, Vollständigkeit ist eine gesetzliche Anforderung. Und deswegen muss das System so funktionieren. Naja, da gab es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, du hast, hier wird es beschrieben, entweder du hast die komplette Liste von allen zu überwachenden Handys, anders geht das nicht, auf jeden einzelnen Point of Intercept ins Netz. Hui, da war die Aufregung unter den staatlichen Akteuren groß. Was? Ihr wollt unsere geheime Liste über das ganze Netz sprengen? Das geht nicht, das ist viel zu gefährlich. Security Conferences, aber nur für ihre eigene Seite. Unsere Security ist genau das, was überwunden werden muss. Und hier gibt es eben... So ist das auch in Release 15 hineingekommen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du hast jede gesamte Target-List an jedem Point of Intercept, dann kann das funktionieren. Der kommt rein in die betreffende Funkzelle, zack, dort ist die Target-List, die wird blitzartig abgeglichen und okay, den brauchen wir. Markieren. Nur, das ist genau das, was die Cops auf keinen Fall wollen. Wenn diese Liste abhanden kommt, stell euch vor, es wird irgendwo eine Liste veröffentlicht von allen Telefonnummern, die aktuell zur Überwachung ausgeschrieben sind. Nur, das ist der Super-GAU für die. Das Zweite habe ich jetzt nicht, weil diese
Folien nicht recht gut kommen, weil sie wesentlich breiter sind, die Pages, habe ich das den Rest ausgelassen. Die Alternativen dazu sind, warte, gehen wir nochmal zurück, das geht. Nein, da müssen wir hier, falsch. Na? Irgendwie, ich habe ihn verkehrt. Das ist natürlich kein Wunder, dann kann es ja nicht gehen. Na. Ja. Jetzt sind wir gleich da. Kann nicht mehr lang dauern. Da sind wir. Das heißt, jedes Mal, wenn einer beim ein Mobiltelefon sich an irgendeinem, die CPNF, das ist ganz einfach, das Radio Access Network, also wo du den Zugang kriegst, wenn da nicht überall die Target List ist an den Points of Intercept, dann muss jedes Mal hier bei der Kontrollfunktion angefragt werden und verglichen werden. Das heißt, die Anfrage muss quer durch mehrere Netzwerksegmente geschickt werden. Und wenn du das so machst, dann gibt es ein Problem dabei. Das bringt nämlich erhebliche Latenzen. Wir erinnern uns, was war der Unique Selling Point von 5G? Sie wollen gerne Latenzen unter einer Millisekunde. Das geht nie mit der zweiten Funktion. Das geht nie. Wisst ihr, was die staatlichen Akteure vorgeschlagen haben? Bis die Anfrage abgehandelt wird von einem Smartphone, das sich einloggt, müssen alle anderen Smartphones hinten in der Reihe warten und kommen erst nachher dran. Die Telekoms haben gesagt, seid ihr ein bisschen deppert? Wir wollen Latenzen unter einer Millisekunde und ihr sagt, wir müssen das Netz so bauen, dass sich die hinten anstellen müssen und nicht reinloggen können, weil kein einziger Event verpasst werden darf. Naja, und da hat sich die Kontroverse enorm entzündet natürlich. Und man ist auf Seiten der staatlichen Überwacher, ist man natürlich voll dagegen und will ganz einfach, dass die Telekoms gesetzlich gezwungen werden, ihre Netzwerkarchitektur so zu bauen, dass sie der Überwachung entgegenkommen. Das heißt, die greifen ins Geschäftsmodell der Telekoms ein. Und das ist nichts. Das steht nicht im Ratsbeschluss von 1995, dass die Netze so errichtet werden müssen, dass sie leicht überwachbar sind. Da ist Interpretationsspielraum und an diesem Interpretationsspielraum entzündet sich das. Noch eine zweite Alternative gäbe es und die wäre, du pufferst alle Logins mal und arbeitest sie nachher ab. Na, was wird das wohl zur Folge haben? Latenzen, Latenzen, Latenzen. Und das ist genau das ist ein No-Go für die Telekoms. So, gehen wir ein Stück weiter. Vor der Abstimmung zu Release 15 hat es einen Großauftrieb von Cops und Spooks in dieser 3GPP-Arbeitsgruppe gegeben. Normalerweise sind die maximal mit einer Person vertreten, weil da musst du alle 2 Monate rund um die Welt fliegen, wo das nächste Treffen ist. Dort waren allein vom PIDS, das ist, ich sage euch mal, wie der heißt, Plattform Interceptie, Decryptie und Signalanalyse. Noch Fragen, was die machen? Holland. Die haben normalerweise einen drinnen. Hier haben sie, ich habe nur einen Ausschnitt aus der Liste hier waren 4 von denen drinnen.
Das Bundeskriminalamt, das auch nicht ständig vertreten ist, war auch dort mit 2 Leuten. Der Verfassungsschutz mit 3 Leuten. Der Herr Steinrücke, den kenne ich jetzt auch schon 15 Jahre. Der sitzt seit 15 Jahren bei jeder Sitzung dabei und hat noch bei keiner Sitzung, also zumindest nach den Protokollen, irgendwas gesagt. Und dann ganz unten sehen Sie noch ein Ding, das heißt National Technical Assistance. Ja, so tritt das GCHQ auf. Das ist eine Abteilung von GCHQ und das sind die, die die Cops trainieren auf Überwachung. Und die waren auch zu viert dort. Es hat ihnen alles nichts genützt, weil die Telekoms hatten 5000 Stakeholders in der Abstimmung. Die sind maßlos überlegen gewesen. Was war das Resultat? Schilde Kerchhofer, oberster Terrorismusbekämpfer der EU, war überhaupt nicht amused. War stinksauer. Wie kann man das machen? Und bitte, da sieht man, welches Mindset bei diesen Typen herrscht. Hier bitte steht, die Herausforderung in der 3GPP, Multi-Stakeholder-Gruppe, Gruppenformat, ist, dass es von Industrieinteressen getrieben ist. Na, bitte, das European Telecom Standards Institute ist ein Privatverein der Telekomindustrie. Stimmberechtigungen hängen davon ab, wie viel die jeweilige Firma reinzahlt in den Topf. Na, schlimm. Und es gibt kein Vetorecht für die gesetzlich ermächtigten Behörden. Ja, bitte, was wollen die denn noch? Und ein Einstimmigkeitsprinzip. Wenn dort Einstimmigkeitsprinzip herrschen sollte, dann sind die Standards in 10 Jahren noch nicht fertig. Und deswegen, das ist schlimm, in einem privaten Telekomverein, in diesem Fall ist es natürlich eine UN-Institution, aber die Vorgaben kommen aus dem ETSI. Leider werden die Strafverfolger immer überstimmt. Manchmal arrangiert man sich. Und wir kommen zu einer Lösung, aber wir sollten jetzt mehr Leute in diese Gruppe schicken. Das wird an den Voting-Stimmrechten nicht viel ändern. Wisst ihr, was das heißt? Einschüchterung heißt das. Das ist ganz einfach Einschüchterung. Wenn sie nicht mehr unter sich sind, die Telekoms, sondern wenn zumindest in der örtlich real an, physikalisch anwesenden Gruppe, eben alles voll ist mit Cops und Spooks. So, und das ist nicht das Einzige, der ist nicht der Einzige, dem das nicht gefallen hat. In den USA, ihr wisst ja ein bisschen Bescheid über die Kontroverse da um Huawei, ich will mich da nicht näher drüber äußern, weil ich habe nur begrenzte Zeit. Auf jeden Fall ist dort eine Lex Huawei auf dem Weg durch den Senat von Hardlinern der demokratischen wie republikanischen Partei. Die wollen Trump darauf festnageln, dass er Huawei nicht als Faustpfand in den Unterhandlungen mit China benutzen kann. Und genau das hat er vorgehabt. Die haben ihn den Joker gezogen. Darum hat auch die Tochter des Huawei-Gründers als Geisel genommen. Denn nichts anderes ist das als eine Geiselnahme, was da passiert ist, die ist verhaftet worden. Das war die Finanzchefin. Ja, angeblich Iran, Lieferungen, bla bla bla. Und die wurde festgesetzt und da soll der Prozess in den USA gemacht werden. Und das wollte Trump sich wegverhandeln lassen gegen günstigere Zolltarife. Na, da sehen Sie, Huawei sitzt in der Arbeitsgruppe mit drin. Und Huawei ist einer der größten Beitragszahler in dieser Arbeitsgruppe. Die zahlen so viel wie alle Cops zusammen. Das ist nämlich die normale Verteilung
Also da sind keineswegs so viele staatliche Leute drinnen wie sonst, sondern es sind in erster Linie Telekoms drinnen und dazwischen sitzt immer der Herr Steinrücke, das ist wieder ein anderes Treffen, der ist immer dabei. Jo, und da kommt schon die Antwort, da ist schon die Antwort gekommen. Das ist aus dem letzten Treffen in Wrocław in Polen, das war Mitte Juli, das wurde außertürlich eingeschoben, war nicht geplant, aber weil so viel gestritten wurde, muss man ein außerordentliches Treffen machen. Und hier gibt es 28 Change Requests des FBI. Das ist nur ein Ausschnitt davon. CA sind die Change Requests. Ja, aber wo ist denn der FBI in der Liste? Das FBI heißt hier OTD, Office of Technology Division, so dass man nicht gleich sieht, wer es ist, wenn jemand zufällig die Dokumente in die Hand nimmt. Das sind lauter Change Requests im Sinne mehr Metadaten, noch mehr Metadaten, noch mehr Metadaten. Bitte, Location Data, das ist im Moment das Aktuelle und das wird bis Ende Dezember entschieden. Das heißt, was hier sieht man, lila sind die Vorgaben der Gruppe und hier hat, was rot ist, stammt von Vodafone, also von einer Telekom. Da wurde nämlich gefordert, da es so viele Pico-Zellen geben wird bei 5G, müsste jede ID, müssten die dauernd abgefragt werden, in welcher bestimmten Pico-Zelle jetzt das Smartphone ist. Stellt euch vor, ein Einkaufszentrum, da hängen 15 so Pico-Zellen drinnen. Und dann müssen die permanent abgefragt werden, dass du den tracken kannst, wie der durchs Einkaufszentrum geht. Das ist es, was sie fordern. Die wollen total granuläre Überwachung mit Daten, die die Telekoms gar nicht haben. Weil denen ist das im Moment wurscht, die wollen mal die Netze hochziehen. Und da sagt eben Vodafone, das wird die Signallast multiplizieren auf ganz vielen Interfaces. Das heißt, es wird schweineteuer für die Telekoms, weil sie viel mehr Equipment reinstellen müssen. Und hier kommt das Revanche-Foul von den Militärgeheimdiensten. Diese Folie hier stammt von einer Institution aus Schweden, die heißt Försvarets Radioanstalt, also Verschwörungsradioanstalt. Geheime Radioanstalt. Mit ist nichts anderes gemeint als der Militärgeheimdienst. Und die haben echt ein Revanche-Fall an den Telekoms begangen. Da heißt es nämlich, das ist auch, steht auch anfangs in den ursprünglichen Vorgaben drinnen, verschlüsselte Kommunikation, die der Telekom-Betreiber öffnen kann, muss er im Klartext liefern. Na, die Telekoms wollten schon bei LTE, die haben fertiges Zahlungssystem seit 2012. Und das ist auf der SIM-Card. Alles, was auf der SIM-Card ist, liegt in der Domäne der Telekoms. Und da drinnen ist natürlich auch ein Verschlüsselungssystem für Bezahlweisen. Und bei LTE hat das schon nicht abgehoben, weil die Überwacher gesagt haben, nur die Schlüssel wollen wir schon haben, weil da steht im Gesetz, ihr müsst alle Schlüssel rausrücken, die ihr habt. Und da haben die denen praktisch die gesamten Businesspläne, sie wollten das nochmal probieren und echt ein Zahlungssystem machen und warum auch nicht. Ja? Es gibt genug Zahlungssysteme, warum sollen die Telekoms nicht auch eins machen? Die Telekoms sind dann die einzigen, die auf Zuruf die Schlüssel hergeben müssen. Und hier heißt es, wenn jemand, der das benutzt, Roaming macht, dann müssen einmal vorbeugend gleich die Schlüssel mitgeschickt werden, weil es könnte ja sein, dass man den überwachen muss. Damit können sich die Telekoms ihre Bezahlpläne einfach einmargarinieren. Und das haben sie denen reingehaut, einfach nur, weil ihnen alles andere nicht gepasst hat. So. Wir kommen zum Schluss. Oh, da habe ich etwas nicht. Hier. Das nächste Meeting
ist bereits in 2 Wochen. Die haben noch nie so viele Meetings in einem Jahr gehabt wie bei dieser 5G-Überwachung. Normalerweise sind es höchstens 5 im Jahr und heuer, das ist schon das 7. No? Sondersitzung in Basking Ridge bei Verizon lädt ein, hat das FBI nicht weit hin, sind 300 Kilometer. Am 29. Oktober ist schon wieder ein SA3-Meeting in den USA. Schon wieder ein SA3-Meeting in den USA, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Meistens gibt es ein Meeting in den USA oder keins. Dieses Jahr waren es bereits 2, werden es 4 werden. Das heißt, es geht jetzt bei Release 16 so weiter, zack, zack, gegeneinander mit den Standards, wie es im letzten Herbst begonnen hat, und das wird ungefähr vor dem Kongress abgestimmt werden. Hey Leute, lehnen wir uns zurück, schauen wir zu, wie sich die Schädeln einschlagen. Popcorn! Man serviere den Spritzwein! Herzlichen Dank, Erich. Wir haben jetzt noch 10 Minuten für Fragen aus dem Publikum und aus dem Internet. Und wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt die entweder noch ganz, ganz schnell in den Chat oder kommt hier vor und kommt zum Mikrofonengel oder beim Front of House gibt es auch noch einen Mikrofonengel. Und ich sehe noch keine bunten Lichter. Das heißt, es gibt noch keine Menschen, die vorgelaufen sind. Ihr habt jetzt die einmalige Chance, ansonsten quatschen wir hier noch ein bisschen auf der Bühne rum, ne? Ja, das ist mir relativ geläufig, dass es dazu keine Fragen gibt, weil mit Telekom, das ist nicht TCP/IP. Und mit Telekom-Netzen, da bin ich der einzige Depp, der sich den Arsch aufreißt damit, weil es allen anderen irgendwie zu blöd ist, sofern sie es nicht beruflich machen müssen. Ich sehe jetzt doch ein Licht, ja. Dann freue ich mich auf die erste Frage. Vielen Dank, einfach eine Verständnisfrage. Ist also im Prinzip diese Anforderung nach niedriger Latenz unvereinbar mit der Abhörbarkeit? Das war jetzt die Kernaussage, oder habe ich das falsch verstanden? Ja. Das ist im Wesentlichen die Kernaussage, außer die gesamte Target-List wird, wie sich die Überwacher ausdrücken, sprayed all over your network. Und da haben die echt Schiss davor. Das ist ihr Ein und Alles, die Target-List. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen. Jetzt, wenn da mal rauskommt, dass eine Person überwacht wird, dann ist das schon, hoho, da schau her, der wird überwacht, dann gibt es eine Diskussion. Wenn aber dann alle Nummern rauskommen, die gerade überwacht werden, dann holen sich alle Kriminellen ganz schnell einen neuen Smartphone-Vertrag und übrig bleiben die aus politischen Gründen überwacht werden, und das wollen sie schon gar nicht, dass das bekannt wird. Und das ist auch verständlich. Da müssen sie drauf schauen. Nur es ist unvereinbar, gleichzeitig höchste Sicherheit für die Überwacher verlangen, die höchsten Sicherheiten für sich garantiert. Und daran soll sich die Architektur des Netzes messen. Das ist der springende Punkt dabei. Und wenn du das eben nicht machst mit der Liste, dann kriegst du Mörderlizenzen zusammen und dann ist der ganze Unique Selling Point von dem Scheiß 5G weg. Das sind eben die niedrigen Latenzen. Und genau das lassen sich die Telekoms mit nichts wegverhandeln. Die sagen, sind die verrückt?
Wir stecken so viel Geld in ein superschnelles Netz und dann kommen die daher und sagen, es muss langsamer werden, damit wir ordentlich überwachen können. Also das ist ein beinharter Wirtschaftsfall. Da greift der Staat in die Geschäftsmodelle ein. Das kann ein Nationalstaat natürlich machen. Da bist du machtlos dagegen. Wenn da Gesetze gemacht werden, Seehofer, Schauber, ja, der wird gleich der Erste sein, weil der schreibt bei überall mir, wenn es um Überwachen geht, auch wenn er gar nicht versteht, was passiert da. Da müssen sich die Telekom selbst auf die Hinterfüße stellen. Sonst haben die so ein Schweinegeld verbraten und genau das, was die Netze bisher nicht konnten, wird dann auch nicht erreicht und Schuld sind die Cops. Ist das ungefähr eine Erklärung? Jo. Klingt gut. Eine etwas uninformiertere Frage, wenn man jetzt sich die 5G-Diskussion die ganze Zeit anschaut, dann geht es ja hauptsächlich darum mit den Argumenten, ja, wir wollen Telemedizin ermöglichen und alle diese ganzen Sachen, die ganz schnelle Latenzen brauchen, also so als öffentliche Argumente. Die würden auch in diese Listen natürlich mit reinfallen und kriegen die Spezialnetze, wo das dann nicht mit reinkommt. Das ist noch nicht ganz geklärt. Das wird ein Sliced-Network sein mit voneinander getrennten Clouds. So ähnlich wie es Amazon macht, die machen ja auch auf der eigenen, auf mehr oder weniger derselben Architektur auch ein Netz für die CIA mit. Auch Speicherplatz für die CIA mit. Es ist dann die Frage, wie weit das dann unter Überwachung fällt, aber sie wollen unbedingt, also so wie es aussieht jetzt, sind alle Geräte betroffen, in denen eine SIM-Card steckt. Alle. Ausnahmslos. Bei medizinischen Geräten, das weiß ich nicht, das weiß niemand noch, weil es gibt die Netze nicht und dieses ganze Gerät, es gibt keine autonomen Autos ohne 5G. Geh bitte. Ein autonomes Auto muss autonom fahren können und nicht mit 5G. Sonst hieße es nicht so. Und ebenso mit der Telemedizin und den Operationen. Kann sich jemand vorstellen, dass eine Operation über ein Mobilfunknetz gemacht wird? Das ist doch eine absurde Vorstellung und ein blödes Gequatsche, dass dieselben Protagonisten wie immer irgendwelche angeberischen Politiker, die nichts verstanden haben, aber irgendwas als Benefit für sich beanspruchen. Wir haben das jetzt gemacht und da können wir das und das und das und das. Das ist alles ein aufgelegter Quatsch und es ist einfach nur der Teil der Hype, der davor ist. Wie weit das dann Realität wird, ist recht schwer zu sagen. Noch steht kein einziges dieser Netze. Ich wollte nur noch einen Hinweis geben. Morgen um 18 Uhr haben Detlef Borchers von Heise und ich nochmal die Ehre, einen zweiten Talk zu halten. Und das wird sein, das Ganze nennt sich Übertitel 50 Jahre Journalismus im WWW. Ich meine, wir sind ja zu zweit. Da kommst du schon auf 50 Jahre WWW. Und ta anekdota. Es wird, wie die Griechen sagen, das nicht herausgegebene, das nicht veröffentlichte, das uneditierte. Wir werden euch morgen erzählen, was wir nicht geschrieben haben zu gewissen Themen. Und das wird es morgen demonstriert geben und unter anderem wird dabei sein die lustige Story, wie ich 2001 zur Persona non grata im Etsy wurde, worauf ich heute noch stolz bin. Danke.